Willkommen hier zurück bei To The Moon. Ungefähr 2 Stunden und ein bisschen haben wir schon gespielt und haben hier einen kleinen Weg in die Vergangenheit, zumindest in Gedanken des Herrn Johnny angetreten und sind so halb auf dem Weg Richtung Kindheit, wo wir ihm einen anderen Gedanken einpflanzen sollen, dass er quasi seine Träume weiterhin verfolgt und umsetzt, um zum Mond fliegen zu können. Tja, wir sind immer noch unterwegs mit unseren beiden Wissenschaftlern, die sich hier eingeschlichen haben in diese Gedankenwelt, die wir künstlich aufgebaut haben. Ich weiß leider nicht mehr so ganz, was wir das letzte Mal genau gemacht haben. Wir haben uns auf jeden Fall unterhalten hier mit den ganzen Kollegen, mit den ganzen Leuten. Und River ist, ja, es soll wohl einen Zwischenfall gegeben haben, dass sie irgendwelche Probleme bekommen hat, irgendwelche Schwierigkeiten hat. Jetzt rein von psychischer Seite aus oder von körperlich psychischer Seite aus, dass sie da ein wenig nicht mehr so ganz die Alte ist. Und das ist ein bisschen blöd. Und, naja, sie ist halt sehr verliebt in diesen Leuchtturm, der da an den Klippen steht. Und, wir haben ja hier das Buch, genau. Ich erinnere mich. Notiz. Animorphs erhalten. Ach, Memento, genau. Aktivieren. Haben wir ja schon gelöst das letzte Mal. Ich erinnere mich. Das Buch des Kaisers neue Kleider. Noch ein Stück zurück. Oh, es gehen schon alle? Ich bin noch gerade erst da. Scheint dir bei Fireties häufiger zu passieren. Die dissen sich auch ständig die ganze Zeit. Ach komm, heb deine kindischen Scherze für Leute ohne Selbstbewusstsein auf. Ich verlese mich heute ständig. Okay, es gibt ein Glas Oliven, es gibt das Buch, es gibt einiges. Ein Glas eingelegte Oliven. Ich sehe Le Fromage, aber wo ist die Maus? Du redest ja immer viel Blödsinn, aber das ist bisher das Highlight des Abends. Willst du nicht eher sagen, dass ich nur Käse rede? Oh, hau. Ja, der hätte von mir kommen können, aber hat er natürlich nicht. So. Das sieht, obwohl es nur Pixel sind, sieht es lecker aus. Hier irgendwelche Leute. Hier sind halt ein paar Persönlichkeiten oder ein paar Personen, die man tatsächlich erkennen kann. Und andere sind verschwommen, sind nicht vollständige Erinnerungen. Trotzdem kann man da nicht durchlaufen? Nö. Die Frage ist, was können wir jetzt machen hier? Gibt es hier irgendwelche Kollegen, irgendwelche Figuren, die wir anquatschen können? Und wo sind wir überhaupt? Sind wir in der Nähe des Leuchtturms? Es erscheint mir hier der Weg zu sein auf der rechten Seite, als ob es hier hochgeht. Ja klar, hier haben wir unseren epischen Battle mit dem Eichhörnchen gemacht. Klar, hier ist gleich der Leuchtturm. Aber sollen wir dahin? Hier ist auf jeden Fall ein Pfeil, dass wir da hingehen können. Sind die beiden das? Unsere beiden Hauptcharaktere. Nicht nach unten, nein. Das wollen wir nochmal schauen. Na, reden können wir mit niemandem. Wie es scheint, oder uns genauer anschauen. Wir können wahrscheinlich nach oben gehen. Oder was machen wir da jetzt? Wir lassen Zeit vergehen, oder was ist das? Fühlt es sich anders an? Die sehen so jung aus. Ich meine jetzt, wo wir die Ringe tragen. Ach, war Hochzeit, oder? Nein. Warum fühlst du dich anders? Also eigentlich, ja, ich denke schon. Wie fühlt es sich an? Es ist einfach anders. Wahrscheinlich nur die Verantwortung. Verantwortung. Magst du den Namen Anja? Die reden jetzt über die Leuchtturm. Möchtest du sie Anja nennen?
Ich verstehe. Ich nicht. Ja, Anja ist ein schöner Name für sie. Hey, komm mal her. Hä? Was haben die vor? Die wollen eine kleine Anja zeugen? Oder was ist das? Das ist keine gute Idee. Ich werde stolpern und fallen. Keine Sorge. Folge einfach meinen Schritten. Ach, die wollen nur tanzen. Ach so. Ach so. Autsch, mein Hintern. Ich glaube, du bist mir auf den Fuß getreten. Sorry. Komm, versuchen wir es noch einmal. Fump. Versprichst du sie zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? Das tue ich. Und möchtest du diesen Mann, den du vor dir stehst, zu deinem Ehemann nehmen? Versprichst du ihn zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? Ja. Kraft meines Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Meine Damen und Herren, vor Ihnen stehen Mr. und Mrs. Wilds. Applaus! Mr. und Mrs. Wilds. Und da sind wir jetzt. Oha, die Hochzeit. Was dachtest du denn, was das war? Ich hab's nicht so mit Hochzeiten, das ist alles. Flüssigkeiten sammeln sich in meinen Augen. Ich wusste gar nicht, dass du so sentimental bist. Oh, sagte ich Augen, ich meine, eigentlich meinen Mund. Und da sammelt sich nicht nur Flüssigkeit, sondern auch Festes. Das ist ein reizender Gedanke. Vielen Dank, Neil. Komm, lass uns einen Weg hier rausfinden. All diese Glückseligkeit ist selbst für dich zu viel, hä? Huh? Nein, ich mag es einfach nicht, anderen dabei zuzuschauen, wie sie Fehler begehen. Frau Doktor, wo bleibt ihr, der Augenblick zählt? Na, da ist der Augenblick. Ein kleines Erinnerungsschnipselchen. Können wir die anschauen? Wir können uns hier wahrscheinlich gleich durchschleichen. Oder? Geht das hier runter? Ja. Die Hochzeit. Ich meine, die Hochzeit an sich war ja bestimmt kein Fehler. Ich weiß nicht genau. Warum sollte die Hochzeit selber ein Fehler gewesen sein? Ich meine, die hat ja alleine nichts gemacht. Oder was hat das... Oder ist irgendwas passiert? Jetzt stehen die da unten. Oh, ich sollte mal schauen, wie es deiner Tante geht. Alles klar, Mom. Sag ihr, dass ich mich freue, dass sie gekommen ist. Mache ich. Ich bin so stolz auf dich, Joey. Ich heiße Johnny. Joey? Ach, so hieß mein Großvater. Er ist gestorben, bevor ich geboren wurde. Mom nennt mich manchmal so als Spitzname. Wie kommt es, dass du mir nie davon erzählt hast? Weil ich es besser finde, wenn du mich John nennst. Oh, nicht noch eine von diesen Großeltern-Kindheiten. Wieso, was hast du denn dagegen? Ich meine, über deinen Großvater erzählst du immer eine ganze Menge. Was? Stimmt doch gar nicht. Ganz wie du meinst. Notiz erhalten, Joey, erhalten. Okay, wen haben wir denn hier noch? Haben wir noch jemand? Wir können auch zu der Tante...
Ich bin so stolz auf Joey. Das war hilfreich. Vielen Dank. Sie ist immer noch stolz. Na, herzlichen Glückwunsch. Was gibt's jetzt hier noch was? Ich kann noch nur 100 Mal gegen Bäume rennen hier. Unten war jetzt nichts weiter, oder? Wir brauchen noch eine Erinnerung. Doch, man kann nach unten. Eine Erinnerung und vor allem auch überhaupt den Gegenstand, das, was wir aktivieren sollen. Unten steht jemand. Warum? Wurde da jemand oder etwas überfahren? Oder was ist das? Die Musik klingt ein wenig gemein. Was ist da los? Ah, das sind die beiden wieder. So. Das kann man nichts mehr machen, River. Ich bin sicher, es war keine Absicht. Komm schon, wir kommen zu spät. Warte mal, ist das ein Hase? Was meinst du? Ist das der Ursprung der ganzen Papierhasen? Warum sollte sie sich was? Ich rede Unsinn. Warum sollte sie sich an der Sache mit dem überfahrenen Tier dermaßen festbeißen? Vor allem erst so viele Jahre danach. Was fragst du mich? Du bist hier die einzige Frau. Davon werde ich erst überzeugt sein, wenn du dich traust, einen Bungee-Sprung ohne Seil zu machen. Okay. Ein Hase wurde überfahren wahrscheinlich. Toter Hase. Notiz erhalten. Ja. Aha. Plüschnabeltier, Papierhase. Jetzt sind die, genau, Notiz, toter Hase. An Johnnys und Rivers Hochzeitstag wurde ein Hase überfahren. Aha. Ja. Was soll man dazu sagen? Ich find's. Wow, ich weiß nicht, ob ich da eine Meinung zu habe. Ich glaube, ich kann da nicht wirklich was zu sagen. Memento vorbereiten. Klar. Und es ist jetzt ein vollständiges Bild. Drei Züge sind ideal. Das ist relativ simpel hier gehalten. Zack. Zack. Der arme Hase. Und aktivieren. Ja. Sehr gut. Du weißt, dass es eine fantastische Hochzeit war, wenn das Memento ein überfahrenes Tier ist. Ja. Hey. Vielleicht hat sie das als eine Metapher für die... Was? Vielleicht sah sie das als eine Metapher für die schreckliche Ehe. Und dann, Jahre später, fing sie an, Hasen zu falten, weil sie sich daran erinnerte, wie sehr das hier zum Himmel stank. Oder, was weiß ich, irgendwas ähnliches wichtigtuerisches. Coole Story, Neil. Oh. Hätten die den Hasen... Na gut, wegnehmen wird schwierig. Die sind ja nicht wirklich in der Vergangenheit hier. Das darf man ja auch nicht vergessen. Eigentlich, die sind ja nur in einer virtuellen Welt. Eine erzeugte Erinnerungswelt. Von dem Johnny. Die sind ja nicht wirklich in der Vergangenheit hier. Armes Ding. Was ist das eigentlich heute mit dem ganzen überfahrenen Tieren? Schau mich nicht so an. Es riecht nach Bauernhof hier. Und nach überfahrenen Tieren. Lass uns den Geruchssimulator deaktivieren oder schleunigst von hier verschwinden. Ein Tier. Ein Hase. Schon wieder ein Hase. Hier oben... Ah, nee. Warte mal, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Sind wir noch da an der Stelle, wo das Haus dann sein soll? Aber warum ist hier dann ein Zaun? Ha! Hätte man überfahren werden können? Ich glaube nicht, es wäre ein bisschen gemein. Ein Pferd? Hä? Wow! Lass es sein! Was genau soll ich sein lassen? Das weißt du. Ich soll es sein lassen, nicht auf diesem Pferd zu reiten? Wie alt bist du? 5? Okay, ich werde auf keinen Fall nicht auf diesem Pferd reiten. Ja!
Das war eher Tarzan. Hör auf, diese Zeit zu verschwenden, Neil. Ja, oh, Mist. Das ist nicht gut. Ja, nun tu doch was. Steh nicht so blöd in der Gegend rum, hol mich hier runter. Verdammt, das stand nicht in meiner Stellenbeschreibung. Notizen Dr. Neil Watts erhalten. Bin ich alleine unterwegs? Notizen Dr. Neil Watts. Dr. Neil Watts. Dorftrottel. Ja, manchmal muss man auch einfach die Wahrheit sagen. So. Gut. Ja, anscheinend. Ich wollte gerade sagen, anscheinend sind wir in der Nähe des Dingens, des Leuchtturms, aber ich bin mir gerade mal überhaupt nicht sicher. Und wahrscheinlich. Ah, oh, da ist noch jemand anders. Ich dachte gerade, der Neil hat aber abgenommen, aber es ist eine andere Person, die so grau ist. Was ist denn hier los? Was meinen die ganzen Pferde hier? Wie passt das gerade mal? Passt das hier rein eigentlich? Mir kommt es gerade ein bisschen seltsam vor. Wahrscheinlich, weil ich nicht weiß, wo wir gerade sind. Und wo Neil jetzt abgeblieben ist. Na so. Ach, ist das Pferdchen abgehauen? Ach, hier sind die beiden, okay. Ob das wirklich eine gute Idee ist? Sie kommen schon klar. Was? Ach, sie kommt schon klar. Sie macht das nicht zum ersten Mal. Sagt irgendeine Person. Aber sie ist ein bisschen noch nie allein geritten. Ich kann das. Ich bin kein Kind. Oh, oh. River!